Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rust. Mit dabei dieses Mal wieder der Pox. Hallo. Ja, und der Kamikaze Kakadu, alias hallo. Tobi. Genau, hallo. So, ich nehme heute mal ohne Facecam auf. Hintergrund ist, mir geht's beschissen. Ah, ich bin tot! Alter, weg da! What the? Ach nein, komm schon. Was für ein geiler Moment. Start. Lebt ihr noch? Ja, ich lebe noch. Ich sag lebte noch. Friendly. Ich lebte noch. Friendly, friendly. Okay. Gut, er hat, glaube ich, extra drauf gewartet. Naja. Gut, dann sind wir jetzt ein bisschen auf uns allein gestellt. Ach du Scheiße. Das ist natürlich freundlich, hier auf dem Lost Rust Server so begrüßt zu werden. Wir wollten eigentlich hier was zusammen aufbauen, wollten hier ein bisschen euch was zeigen. Und was ist hier? Nein, ich bin hier in einem Labyrinth gelandet. Ich finde das übrigens ganz schön unfair, ne? Ja. Dass man nackte Menschen einfach erschießt. Man tut nichts, man steht einfach nur da, guckt doof und dann wirst du erschossen. Ich bin schon wieder da. Ich gehe da nochmal hin. Echt? Okay, ich suche noch. Da hinten ist das. Da hinten ist das. Jetzt muss ich nur wissen, wo ist der Riesengroße? Nein, Pox, nicht der in deiner Hose. War wieder klar. Ja, wir sind jetzt hier erstmal am Gucken. Jetzt müssen wir uns natürlich irgendwie so finden. Also rein theoretisch. Oh, da ist eine Tonne. Pox da ist kann eine sich Tonne. Noch. Oh, hast du eine Tonne? Ich hab eine Tonne. Genau, zu der Tonnenmechanik. Hatte ich ja vorhin kurz vorher angesprochen bei Pox, ne? Dann gingen wir aber in die Aufnahme. Und zwar bei den Tonnen wird sich nochmal einiges ändern. Die Tonnen sehen nämlich jetzt nicht ganz so schön aus, weil die einfach zu offensichtlich sind, dass man sofort denkt, ah, da ist was drin, kriege ich wieder was. Die wollen das jetzt so ändern, dass dort, sag ich mal, Wrackteile oder so von Autos liegen und man dann im Nachhinein das Ganze, ja. Das ist doch Schwachsinn. Das ist wie so diese Blizzard-Mechanik. Der Raid läuft gerade perfekt und dann patchen wir ihn so lange tot, dass kein Mensch mehr raiden kann. Ist ja jetzt nichts Schlimmes, würde ich sagen. Also, Das ist ja nur optisch, dass es halt nicht überall nur Fässer rumstehen, sondern zum Beispiel mal Autoteile oder, was weiß ich, eine Kiste. Abwechslung. Ach so. Ja, okay, das ist schon wieder in Ordnung. Also mehr so abwechslungsreicher als immer nur Tonnen, 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 Tonnen. Ja, drei verschiedene Tonnenarten und dann hast du dich gefälligst zu freuen, wenn du eine Tonne hast, die dann beispielsweise sehr instand aussieht. Und dann ist der Satellit. Hey. Hatte mal eine fette Tonne. Pox, wir reden jetzt nicht von deinen weiblichen Bekanntschaften. Ah, nein, die war nicht. Ach, scheiße. Also ich habe den Satelliten wieder bei mir. Na du alter Satellitenkuschler, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. So, ansonsten wollten wir eigentlich die Challenge machen, welche besagt, geh in ein Haus rein, brech es auf und gib den anderen Leuten etwas Gutes. Also sozusagen die Robin Hood Challenge, die wir ja schon mal probiert hatten, die aber leider aufgrund von Spielemechaniken gescheitert ist. Bei der letzten Aufnahme haben wir, da kam mir dich herausgefunden, oh, man kann es kaputt machen. Also haben wir uns heute gedacht, komm, ist das, wir machen die Challenge. Und wow, danke für diese freundlichen Worte zu mir. Nein, du kannst ja dann gleich mal bei mir gucken. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Ja, und ja, Ende vom Lied war, wir haben es ausprobiert, waren auf 4 verschiedenen Servern. Also entweder ist es serverabhängig oder keine Ahnung, wir wissen noch nicht, auf welchem Server wir beim letzten Mal waren. Und Pox, du hast jemanden im Schlaf getötet. Ja, der lag da einfach. Oh, der hat tolle Sachen für mich. Oh. So, da hinten ist Schnee. Da ist eine Brücke. Oh, es gibt noch keinen Fallschaden. Na, jedenfalls können wir die Challenge mal wieder nicht ausführen. Ja, dann haben wir eine Challenge. Noch Challenge. Da wollten wir jetzt erstmal nicht mit dem Kami rein. Wir wollten erstmal ihn hier ein bisschen einführen, weil wir müssen ihn jetzt ein bisschen auf Experimental trimmen, damit er uns dann nicht in der Legacy-Version, ja, ab... Und damit er uns in der Legacy-Version nicht tötet. Wie das? Ja, weil du Erfahrung hast. Achso, ja, hab ich. Wow, Anti-Radiation-Pilz. Yippie! Die Fahrrad fahren. Ja, da war jetzt keiner mehr, da hat keiner auf mich geschossen. Ich war bei unseren Leichen, deswegen auch der Penis. Und, ach so. Leuchtturm. Ja. Satellit. Ich bin die ganze Zeit. Hat er doch einen Speer? Verdammt, was ist denn los heute? Weiß ich nicht. So, und dann haben wir noch eine Challenge, die leider nicht möglich ist, die uns gestellt wurde. Und zwar: Versuche
in deinem Video oder wir alle drei müssen versuchen, Songs zu singen und dann damit einen YouTube-Claim zu bekommen. Das geht so nicht. Geht leider nicht so. Genau. Der Pox kann auch gerne mal erklären, warum. Naja, sucht mal eurem Shazam was vorzusingen. Das kann das auch nicht. Ja, okay, Shazam ist aber nicht YouTube. Ja, aber der Algorithmus ist im Prinzip der gleiche. Siehst du, ja, das ist ja eine automatische Erkennung. Ja. Genau, es sei denn, ihr kriegt es hin, gleichzeitig die einzelnen Höhen bzw. die einzelnen Instrumente noch nachzumachen und das alles natürlich gleichzeitig in einem Video. Ne? Kann von euch jemand Gitarre spielen? Nein, du, ich möchte keine Antwort von wo dir. Wo ist denn das Problem? Kein Problem. Nein, ich kann auch keine Gitarre spielen. Ich kann aber Keyboard spielen. Oh, cool. Das ist doch schon mal schön. Kannst du lachen? Echt? Kannst du lachen? Box. Ah. Oh. Alter. Ach, komm schon. Hast du das gelesen? Ja, das ist ja eine coole Sache. Der Country RU ist blockt. Also, das ist ja cool. Das ist ganz schön unfair. Ja, unfair. Hast du viel Rust Legacy gespielt? Ich habe schon oft genug Russen erlebt, ja. Oh Gott, ey. Ich habe ja nichts gegen, aber eine Windmühle. Eine Windmühle? Ja, sowas wie eine Windmühle. Da hat einer so ein Ding hingebaut. Und sieht aus wie eine Windmühle. Oh, hier steht auch ein ganz cooles Haus, aber das ist voll verstrahlt. Ja, die Häuser sind alle erstmal noch verstrahlt. Ah, ich werde gleich sterben. Okay, oh, toll. Ich habe mein Facebook vergessen zuzumachen. Und diesmal ist es keine Nachricht. Alle. Nein, ist keine Nachricht. Ist nur eine Ergänzung zu einem Kommentar. So, hier haben wir jetzt irgendwas. Bin ich weniger verstrahlt, wenn ich ins Wasser gehe? So, jetzt bin ich autorisiert hier zu bauen. Hey. Yay. Bringt mich das jetzt weiter? Nein. Okay, Baut ihr schon irgendwie was? Oder? Nö, ich suche eigentlich irgendwie gerade oder versuche gerade euch irgendwie zu finden. So, jetzt renne ich zur Schneelandschaft. Mal gucken, was ich da finde. Die Sache ist ja die, ich möchte erstmal irgendwie Equip haben, weil ich brauche jetzt nicht anfangen zu bauen. Und dann, ja. War's also das dann halt, ne? Ein Steinspeer. Oh, nicht schlecht. Ja, ansonsten, wer es im Hintergrund hört, meine Familie selber ist alle auch komplett krank, also nicht wundern, wenn ihr dann mal so ein kleines Hüsterchen hört, ne? Aber ich kann ja nicht sagen, hier, Husten ist jetzt verboten. Fox Husten ist verboten, so. Ey, gibt's gar keine Steine. Stimmt, das fällt mir jetzt auch mal gerade so auf. Ich habe noch gar keinen Stein gesehen. Natürlich. Echt? Ja, den in deiner Hand, ich weiß. Ach, komm schon. Oh, ich habe eine Hose. Und einen Hammer. Habt ihr mal probiert, hier gegen ein Haus zu hauen? Nein. Geht nicht. Okay. Schade. So, jetzt bin ich irgendwo hier. Und hier ist auch wieder nix außer Dürre. Ah, da sind Dürre, Steine. Dürre. Ja, auf Steine habe ich ja eigentlich auch erstmal abgesehen. Och Leute, hört doch auf mich in Skype zu. Ach, Skype. Facebook. Danke, zuzutexten. Also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich habe ja jetzt mit euch schon ein bisschen die neue Rust-Version gespielt. Ja. Aber ich habe noch gar nicht geguckt. Also ich hab noch nie was gebaut hier. Noch nie. Niemals. Ja. Leg doch mal los. Ja, ich bin ja schon bei. Muss erstmal Stein suchen. Also ich habe jetzt einen, aber... Nee, erstmal brauchst du Holz. Ja, das habe ich schon. Mit dem Holz musst du Papier bauen. Ah, und dann muss ich mir aufschreiben, was ich sonst immer vergesse. Oh, und wenn du ein Papier hast, kannst du damit eine Foundation bauen. Boah, 200 Steine. Leute, ich möchte nichts sagen, aber die Wände kann man anscheinend schon irgendwie kaputt machen. Echt? Warum? Ja. Ich finde hier ganz viele Häuser, denen einfach mal eine komplette Seitenwand fehlt. Ja, vielleicht ist es aber auch Decay, oder nicht? Ja, aber das wäre ja dann auch schon wieder Schwachsinn. So eine Seitenwand darf ja nicht einfach decayen. Ach, da habe ich auch schon viel erlebt bei Rust. Oh, ich habe hier schön Steine gefunden. Ich auch. Oh, wow. Jetzt müsst ihr aber mal hinhauen. Wie viel brauche ich nochmal? 100? Boah, 100, das dauert ja Ewigkeiten auf dem Server. 100 Stein und 200 Holz, ja. Okay, ich habe erst 20. So, aber okay, gut. Jedenfalls wegen dem Claim. Kommen wir darauf nochmal ganz kurz zurück mit dem Video. Wir werden es, wie es eigentlich auch immer Amerika Tradition ist in manchen Serien, sozusagen eine Folge machen, wo wir uns einfach nur melodisch unterhalten werden.
Jetzt heute natürlich noch nicht. Bloß wir werden halt die Strafe antreten, weil, ja. Keiner von uns wird es schaffen, so gut zu singen, dass YouTube sagt, ey. Ja. Claim. Brauchen wir nicht. Kann ich probieren. Da hast du recht. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir die, treten wir die Strafe an und werden dann einfach mal eine Folge melodisch machen. Und das ist ja eh. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist ja eh das, was die Leute sehen wollen. Die Strafe. Uns jetzt da zum Affen machen oder jetzt gleich komplett die ganze Folge singen, ist auch egal. Pox, hat es übrigens bei dir auch geschneit? Jetzt draußen oder im Spiel? Draußen. Ja, ein bisschen, wieso? Ich war heute am Überlegen, obwohl es mir saubeschissen geht, ja, schon mal meine Strafe aufzunehmen. Ja, mit dem Stage-Dive im Bikini durch den Schnee. weil jetzt liegt gerade Schnee und es würde sich so anbieten. Das Problem ist bloß, du verlierst halt immer. Wegen was? Achso, boah. Wolf! Besser! Airdrop! Oh nein. Er bewegt sich. Die Wölfe bewegen sich schon wieder nicht. Die Tiere bewegen sich nicht. Ah, schon wieder. Airdrop mitten im Wasser? Ernsthaft? Auf einer Insel mitten im Wasser. Super, wie kommen wir da jetzt ran? Ich kann doch hier um den ganzen Fluss rumlaufen. Lieber Wolf, wenn du. Such dir einen guten Chiropraktiker. Das sieht nicht gesund aus, was du hier machst. Ich höre den Airdrop auch. Kann ihn nur noch nicht sehen. Ich sehe ihn. Ich sehe auch, wo der Airdrop runterkommt. Hört sich an, wie wenn er genau auf mich zufliegen würde. Wenn er auf dich zufliegt, dann ist er schon außerhalb der Karte. Hä? Ah ne, er hat noch einen Bogen gemacht. Oh, hier. Hat er sein Paket schon fallen gelassen? Ja. Achso. Genau ja, in der Richtung. Dann laufe ich mal in die Richtung, wo er herkommt. Ja, da laufe ich gerade dem hinterher. Aber ja, der Airdrop, der ist, oh mein Gott. Dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich. Alter. Werde dich dann mit meinem Speer erstechen. Da hinten im Schnee oder was? Eieieiei. Naja. Ja, so hat die Folge angefangen. Wir wurden getötet, wollten euch was Schönes zeigen. Und jetzt rennen wir hier einfach nur willkürlich über diesen Server und ja. Ja, egal. Ich habe übrigens den Satelliten gefunden. Ah, dann bist du bei mir. Oh, wie schön. Pox. Komm zu mir. Aber wenn du den Satelliten gefunden hast. Ja. Dann siehst du auch den, Turm. Turm? Der ist, wenn du auf den Satelliten zurennst, links rein theoretisch. So ein Steinturm oder wie? Nee, der Leuchtturm. Ach so, den sehe ich noch nicht. Okay, gut. So, wo ist der Airdrop da? So, was zur Hölle ist das? Was ist was? Hier sind überall so eine komischen Gebäude mit so Zeichen dran. Hier so ein Pfeil dran. Das eine sah aus wie eine Windmühle, jetzt ist hier so ein komisches. Also ganz. Da steht Building Blocked. Ach, Building Blocked, ja, das ist von den Spielern erstelltes. Pox, siehst du den Scheiße. Airdrop jetzt? Am Himmel ist in Richtung Schneewelt. Falls du dich schon siehst, also am Satelliten weiter geradeaus. Nein, ich muss erstmal noch übers Wasser. Also, okay, da hinten bist du. Genau, anderen Seite. Oh, verdammt, ey. So, ist natürlich, wie gesagt, heute ein bisschen ärgerlich. Wir wollten eigentlich heute schön zusammen was aufbauen. Das in der Nähe von einer Red Town. Ja, und was ist passiert? Wir wurden getötet. Ja. Ja, ich kann es immer wieder erwähnen. Böse. Darum, deshalb werden wir dann in der nächsten Folge uns dann vielleicht zum Kami teleportieren. Der wird ja jetzt für euch schon mal ein bisschen bauen. Hoffe ich. Ja, ich eben gerade ist die Hatchet fertig geworden. Also von Oh, schon wieder Rusko? Hat der uns nicht auch getötet? Ah, ne, Shazam. Ne, wie hieß der? Shazam? Ne. Warum wird der nicht gekickt eigentlich? Warte mal, ich guck mal, wer uns getötet hatte. Ich bin jetzt direkt Shepard. Am Satelliten. Oh, da ist ein Fässchen. Musst du gleich machen, so ein Fässchen auf. Mit Bier, ja. Oh, ich sehe den Airdrop. Alter, der landet wirklich auf dem Berg. So, wo ist denn der Satellit nochmal? Komm ich jetzt direkt zum Satelliten? Ich weiß nicht, wie soll man denn da hochkommen? Oh, das ist ein Fässchen. Mach ich doch gleich das mal auf Fass auf, ne? Ja, klar. Klau mir meine Witze. Ist schon in Ordnung. Alles gut. Hallo, die klaue ich nicht. Die, ne, ich habe das Patent drauf. Was? Oh, ich habe eine Pistole gefunden. Na toll. Jetzt erschießt er mich auch gleich noch, wenn ich bei ihm bin. Blueprint. So, ich komme zum Satelliten. Ach so. Pox. My lovely Pox. Mach mal meine Fackel an.
Und dann? Vielleicht siehst du mich da. Ist wahrscheinlich. Oh cool, was ist das denn hier? Wo ist denn der Pox? Das ist der Satellit. Pox, ich komme. Nee, da brauche ich ja jetzt tatsächlich. Ja, brauchst du. Du musst jetzt mal Tiere töten, wa? Für was? Ja, um überhaupt ein Haus zu bauen. Nö. Ich kann ja nur. Für so einen Plan. Kann nur das Cupboard bauen. Ja, nochmal. Und den Plan machst du aus Papier. Und das Papier machst du aus Holz. Ach, das mache ich aus Holz. Ja. Wow. 100 Wood. Dachte, das wäre ein Scherz. Nein. Nein. Also was machst du in Papier in Wirklichkeit, hä? Ja. Warum geht ein Greenpeace auf die Barrikaden? Ja. Hä? Weil wir zu viel Papier verwenden. Verwenden? Ah, ja. Ja, das ist Poxdeutsch. Poxdeutsch. Deutsch Pox, Poxdeutsch. Hm. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wo ist der Pox? Wo ist der Pox? Auf dem Satellit. Okay, ich komme gerade genau von vorne. Guckst du da immer von hinten? Ja, Pox, diesmal komme ich von vorne. Ich sehe dich. Bei den drei Steinen. Alter, hier sind ja Steine Massen. Ja. Reicht doch. Hörst mir nicht zu. Ach, sehr ruhig. Du hörst mir nicht zu. Nein. Du hast mich wirklich geliebt. Nein. Ist das überhaupt du? Ja. Tro. Nee. Ach so, ich brauche eigentlich noch Holz. Kann man dir was helfen? Hab genug Holz, bleib stehen. Lass mich sterben. Nein. Bleib stehen, ich hab Holz. Nein, ich will dein Holz nicht. Ja, dann hast du Pech gehabt. Ich will dein Holz nicht. Tro, nächste Folge erst, nicht jetzt. Ach so, verdammt. Hat da gerade einer auf mich geschossen? Habt ihr auf mich geschossen? Das ist nichts Unnormales. Nein, wir haben nichts zu schießen. Okay. Tro, kann ich dir nicht irgendwas helfen? Bei mir so viel schneller. Ich mach mir jetzt meine Stone Hatchet. So, gut, jetzt haben wir natürlich das Problem. Pox, was hältst du davon? Wir machen uns hier einen kleinen Raum und, Und vergraben uns da drin, oder wie? Ja. Um schnell mal zu überleben. Den hab ich noch gar nicht gemacht, verdammt. Weil jetzt wird's eh dunkel. Ja, da kommen immer die bösen Pedobären. Ich brenne dir den Kopf nieder. Geh raus aus mir. Nicht jetzt. Nicht während wir aufnehmen. Ach, Spielverderber. Ich bin beim Baum. Baum? Bei welchem Baum? Ja, bei dem Baum. Ach, der Baum, okay. Test. Test. Oh. Test bestanden. Razor Blade. Ja, gut. Ich glaube, wir sind mit der Folge auch schon jetzt weit wieder drüber. Ja, wie immer halt. Ja. Und ja, meine Leute auf Facebook schreiben nur noch und ich sollte beim nächsten Mal echt Facebook ausmachen. Will ich ja nichts sagen, aber. Wer schreibt dir schon? Ach, meine Fans, weißt du doch. Ich hab alle in der Friendlist und so. Hallo, Pox. Oh, komm her mit deinem Knackarsch. Wah, Hilfe, ich muss weg. Oh, Pixel, warte mal. Pixel, warte. Guck mal, bei dir sieht man den Pixelschatten. Guck mal. Ich geh mal in die andere Richtung, wo der Schatten ist. Ja, der Schatten ist ganz schön pixelig. Wow, ist der pixelig. Oder was meinst du? Ja. Okay. Nicht eigentlich. Warum geht das nicht? Kriegst du damit kein Holz ab? Nein. Warte mal, krieg ich das mit der Fackel ab? Nein, das geht auch nicht. Also sieht jedenfalls halbwegs lustig aus. Jetzt wäre es noch cool, wenn der Baum anfangen würde zu brennen. So. Lass uns den Wald niederbrennen. Wieso ist meine Fackel ausgegangen? Muss ich dann einfach warten, bis das von alleine fertig gebaut ist, oder wie? Nee, du kannst einen Hammer nehmen und kannst es dann noch beschleunigen, dass die Haltbarkeit schneller vorbeigeht. Ja. Was muss man mir doch sagen? Das weiß ich doch natürlich überhaupt nicht. Ist das Fox? Ja, gut. Gut, dann würde ich sagen, wir hören jetzt erstmal an dieser Stelle auf. Wir sind jetzt hier an dem Satelliten und beim nächsten Mal suchen wir uns einen leeren Server, wo wir dann doch ein bisschen eher aufbauen können. Keine Ahnung. Ein leerer Server wäre, glaube ich, dann effektiver, dass wir mal wieder zeigen können, dass der Kami auch mal in Ruhe bauen kann. Mach ich doch. Wow. Bis du getötet wirst.
Ich habe Lagerfeuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Gut. So, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich bin euer Tro. Haut rein. Au. Tschüss. Getötet. Na toll. Hi. Oh, Amapox. Ja. Tschüss.